Aber natürlich nimmt Wario all die Schätze mit, wenn das Schloss schon, die Pyramide schon einstürzt. Ja. Das war wahrscheinlich die Rache. Und die Pyramide stürzt ein. Na, epischen Animation. Bereit für neue Abenteuer. Und damit ist es vollbracht. Everland 4. Es werden nochmal alle Chats vorgestellt, die wir nach dem Bosskampf erhalten haben. Ja, meiner Meinung nach kann ich keine eigene Meinung richtig mehr bilden. Früher fand ich das Spiel schön. Ich hab's gerne gespielt, es war aber auch eins sehr frühes Spiel. Ich glaube, es war das erste Wario Land, was ich durchspielen konnte. Aber auch mit eins der ersten Game Advance Spiele, die ich gespielt habe. Quasi eine Art Kindheitserinnerung, auch wenn die mittlerweile schon eher verloren gegangen ist und ich auch nicht ganz so von dem Spiel erkenne, was ich damals irgendwie gemacht habe. Es ist jetzt. Es ist ein Spiel. Ein gutes Spiel. Kein großartiges, aber ein gutes Spiel. Ist leicht. Meistens gut, ich kenne es halt auch schon gut. Aber es ist leider wie die meisten Spiele ein Gamer-Spiel, welches ich gewohnt bin, auf dem Gamer zu spielen. Und wenn ich jetzt hier am PC sitze und dann mit der Tastatur da durch muss, mir fehlt das Feingefühl. Und das hat man gerade im letzten Bosskampf gemerkt, wo man auch viel Feingefühl braucht. Ich habe es teilweise nicht hingekriegt. Vor allem am Ende nicht mehr, wo es auch sehr schwer ist, Timing zu finden. Haben natürlich immer Probleme gehabt. Naja. Ich finde aber auch den Credit Soundtrack auch sehr schön. Mal zusammengemischt aus drei unterschiedlichen Liedern. Bisher noch zwei, aber es kommt ein drittes. Es ist sehr interessant, wie viele Leute da immer sind, die Yoshi im Nachnamen haben. Das wüsste ich aber, dass ich mit dem Schwein zusammen was gemalt habe. Das war wahrscheinlich vorher und haben es zerstritten. Und mein PC will sich wieder ausschalten. Der Laptop. Oh, Game Boy Advance.
Ah, das war der Boss. Naja, mal schauen, was. Ikea, nee, Ikea da. mal schauen, was die nächsten Projekte noch so werden. Bin ja jetzt mal immer noch an meinem Laptop gebunden. Wobei ich eigentlich schon wieder einen Weg leite, mir einen richtigen Computer zu kaufen. Allerdings, ja, mal schauen, das könnte schon ein bisschen hinziehen, weil ich habe eigentlich vor mir einen PC von einem Bekannten zu kaufen. Und dann habe ich halt die rechte Garantie und Wartungsmöglichkeiten, wenn was ist. Aber das könnte ein bisschen hinziehen. A few days later. Ich soll nicht lesen können. Wir sind schon wieder mittendrin im nächsten Abenteuer. Allerdings mache ich das nicht. So, ja, New Game Plus. Beziehungsweise nicht wirklich, aber die ganzen Bosse haben mich noch einmal zurückgesetzt. Und damit werde ich dieses Projekt endgültig beenden. Von 2001, Valorant 4. Ob ich die anderen Valorant-Teile auch nochmal spielen werde, weiß ich nicht, da ich die selber alle nie gespielt habe. Schöne Musik. Auf dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Zauberfühl-Gamer.